Dorime, interrimo ad appare Dorime, ameno, ameno, lanciremo Dorime. Ey, wie oft hat man Bio in letzter Zeit so? Voll, ich hab mich auch richtig gefreut. Egal wie scheiße und anstrengend heute wird, man muss einfach das mal genießen wieder. Und eine neue Kunst zu schauen ist schon ganz geil. Wieder was Neues zu machen und die Leute wieder zum Lachen zu bringen, wieder einen neuen Effekt. Wieder von den Leuten einfach eine Fragezeichen im Kopf auszulösen, das ist schon ganz cool. Seh die Dinge positiv, die Omi liegt im Wachkoma. Ich probiere es mit Lach-Yoga. Meine Freunde, mein Name ist Fincher Sozial. Wir sind hier. Wo sind wir hier eigentlich? Man kann sagen, man ist am anderen Ende der Welt. Wir sind ausgebrochen aus dem gesellschaftlichen Zwang. Wir sind nicht mehr Teil eurer Gesellschaft. Wir sind Teil unserer Gesellschaft. Einer neuen Gesellschaft, einer neuen Weltordnung, einer eigenen Weltanschauung. Und das ist unser Leben. Wir leben nur mit dem, was uns Mutter Natur gab. Wir ernähren uns davon. Wir bauen unsere Sachen daraus. Und am Ende werden wir uns alle gegenseitig. Ich bin verfickt unterzogen! Gieß mir ruhig den heißen Kaffee auf die Jeans. Ist doch wunderbar, so wach war ich noch nie. Ich seh die Dinge positiv, die Omi liegt im Wachkoma. Auf der mit langen Haaren, der hat den langen Haaren. Der riecht an seinem Haar, glaube ich. Pass auf. Jetzt guck. Ist das Head and Shoulders? Ich glaube, das wird gut, Alter. Ich hatte schon ein gutes Gefühl. Das Gute ist, dass es das noch nicht gab. So. Ja, genau. Das ist ja auch mal ganz cool, wenn du mal so eine kleine Bewegung nach vorne machst. Ja. Ja. Wichtenberger Chainsaw Massaker. Auf was hast du Bock? Auf Porno. Auf ein Sägeporno. Oh, ich habe jetzt Bock auf diese Saw-Szene. Können wir den nachstellen? Ihr seid also der Zwiebelritter. Cerravo. Sermeritrant. Erhebet eure Eier. Und speiset. Dankeschön. Ja, ist cool. Lach-Yoga, weil mein
manche Kinder in Afrika nicht mal Wasser haben. Bin ich dankbar, kommt es auf nassen Straßen zu Aquaplaning. Bin gelebt, weil mein Heilpraktiker ein Scharlatan war. Life is life, na 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 na. Manchmal regnet es rostige Nägel und dein Kopf ist ein Magnet. Dumme Kacke, Pisse, Wichse, Fotze und Penis, keine bösen Wörter zu spät. Ich bin die Ruhe in Person. Wann siehst du dich nochmal um? Ich bleib heute casual. Finde ich gut. Hat diese im Arm und der Rest, das heißt hier, 1, 2, 3. Ja gut, dann hat einer frei. Martin? So. Ja. Ihr beiden steht meinetwegen jetzt vorne. So, Lukas hat einen Sack über dem Kopf. Dein Gesicht sieht man. Und hinter euch steht einfach nur die Sekte und wir ziehen meinetwegen mit der Kamera zurück. Das heißt, da Lukas mit dem Sack vorne steht, ist klar, irgendwie hat er eine Rolle abseits von den Leuten, die dahinter stehen. Aber welche weiß man nicht. Ab dem Zeitpunkt geht ihr alle in der Runde ein manisches Lachen über. Ihr guckt. Vorlauf und auf deine Szene, das ist Rohrbruch in der Spülmaschine, machst du den hier, Rohrbruch in der Spülmaschine, als wenn Lukas da drüber wäre. Rohrbruch in der Spülmaschine. Denk an eine grüne Wiese. Aber was denn da oben? Da ist auch eine Säge drin. Mach den Kollegen gleich fertig hier. Heute frisch reingekommen. Müssen wir erstmal weghängen, die Sau. Nein, wir machen gleich Sexualpraktik. Insomnia-Style. Finch, Gegenschuss auf Lukas mit Unschärfe, wie er quasi, also zwischen die gespreizten Finger ist schon nagelfertig und man muss ja nicht mal rein und jetzt ein Mord geschehen. Dann haben wir nämlich erst gebunden und dann die Nagel. Bis hierhin, aber ab da ist unscharf. Ja gut, einfach rüberlegen, einfach nur in drei Linien rüberlegen. Den Kreuzen hängen und ich mache ein bisschen Holzarbeiten. Da wird man die Leute ein bisschen ranführen an Hans Handwerk. Mal ein bisschen zeigen, wie man hobelt und nagelt. Schon mit einem fetten Hammer mitgebracht. Ja, Kreuze wird interessant. Wird dauern, glaube ich. Ich habe schon überlegt, wie wir das machen mit diesem Seilen festbinden. Du musst ja die Seile schon vorbereiten, dass jeder nur noch durchschlaufen muss. Und dann musst du aber auch noch den Nagel irgendwie anbringen. Ich sehe das schon, dass wir mit den Nageln das gar nicht machen. Weil wenn du dann jeder dann verrutscht, der bei dem ist runtergefallen, bei dem ist runtergefallen. Und nochmal neu, und nochmal neu. Mit Sekundenkleber auf die Haut. Das wird spaßig. Alles für die Kunst. Ja, ich weiß gar nicht, wie man Sekundenkleber abmacht, den mit Nagelwerkentferner. Einfach abbrechen. Ja. Einfach abreißen. Im Video fehlt ein Pferd. Nicht im Video, aber hier allgemein. Doch, auch im Video, am Kreuz. Das wäre so geil, Alter. Ein Pferd, Alter. Am Kreuz ist das Pferd. Ey, wenn man das CGI so hinkriegen würde, dass man nicht sieht, dass es CGI ist. Das wäre krass, wenn man das vorher im Video auch sieht, wie das Pferd immer mit uns abhängt und fröhlich ist und dann am Ende hängt es auch mit am Kreuz. Vielleicht können wir das Video einfach noch umgestalten. Ja. Manchmal regnet es rostige Nägel und dein Kopf ist ein Magnet. Digga, wir müssen den Song gleich hören. Ja, ja.
Kais Mafias. Der guckt doch auch immer so. Der sieht nämlich aus wie so ein Pokémon, Alter, mit seiner komischen Sturmfrisur nach oben. Dann haben die doch so Deo-Spray-Dosen mit Feuer im Schulgang. Ja. Es ist Samstagabend, total wollen. Ja. Der spielt aber E-Gitarre. Und das ist dann aber dieser ältere Dude, wahrscheinlich der, ja, mit der Lehrer. Dieser junge Lehrer, der dann gesagt hat, jetzt machen wir mal was Cooles, Kids, und hat dann seine Schüler für ewig ruiniert. Ja, kenn ich. Ne? Ja. Super. Die Frisur auch von der ist auch diese Standard-Affi-Frisur damals. Die Haare runter und vorne in der Mitte. Ja, Sie filmen mir genau in mein Gesicht. Sie dürfen das gar nicht. Ich verstehe dich nicht, Mann. Nimm die Maske und. Stell dir mal vor, du kommst einfach an. Und die so, ey, was ist denn das? Warum ist das so gelb? Was ist denn mit deiner Spucke? Ach, Spucke? Ich dachte, ich soll da rinpissen. War nicht nur Corona über. Plane nie. Wie soll etwas positiv sein, wenn es das gar nicht gibt? Das ist einfach nur eine Grippe. Was denkst du, warum keine Grippe mehr gibt? Und umbenannt. Umbenannt haben sie das. Wir haben Spaß, wir haben alle Spaß. Hier im Halbkreis von Finch. Und der erklärt euch jetzt so, heutiger Tagespunkt ist, wir bauen uns ein paar Kreuze, an denen wir uns heute Abend aufhängen. Und würdest dabei die Bridge performen. Ich bin die Ruhe in Person. Dass du denen quasi zeigst, wie man Knoten wendet und so quasi, ich bin die Ruhe in Person. Also, dass man denen das auch nochmal in einem Take mit dem Strick zeigt und da macht man einfach verschiedene Durchgänge. Wenn mein Chef ein fettes Konto kriegt. Mein bester Freund spannt mir wieder mal das Mädchen aus. Doch alleine sterb ich nicht, ich hab ja noch den Krebs im Bauch. Ja doch, hast du. Okay. Ja, du hast so. Ja, lächelst du. Wir sind ja froh, dass wir uns umbringen dürfen. Mega. Für so was.